Marmelade. Tata aus Namibia. Wir sind in Namibia angekommen und wie das alles zustande gekommen ist, das zeigen wir euch jetzt einmal im Rückblick. Wir sind ready. Die World Map hinter uns ist aufgebaut. Wir haben unsere tollen Dive-Pfeile in der Hand und wir sind im Grunde genommen ready, das Ding jetzt hier irgendwo reinzuwerfen. Ich bin echt gespannt. Wir lassen diesmal bei dieser Reise diesen tollen Dartpfeil entscheiden. Okay, Annika will go first. Okay. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Okay. 3, 2, 1, go! It actually hit! That would hit the ocean! It is the ocean! Okay, I'm gonna hit it now. Go. 3, 2, 1, go. So, have you been to Namibia? Have you been to Namibia? No. No. Right. We're going to Namibia. Let's go to Namibia, guys. Wir werden jetzt den Gewinner auswählen. Also, wir werden das jetzt so machen. Und zwar, Annika wird jetzt scrollen. Da sind die ganzen Kommentare. Und dann sage ich Stopp. Und dann haben wir jemanden, der mit uns mit Namibia nach Namibia fliegt. 3, 2, 1, go. Stopp. Okay. Dann gucken wir jetzt rein, aber wir wissen, wer das ist. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Und zwar ist es der liebe Daniel, den wir sogar kennen, tatsächlich. Okay, das war nicht geplant. Okay, dann rufen wir den Guten doch mal an. Los? Connecting. Jetzt liegt es an dir tatsächlich, ob du an dem gewissen Datum halt eben dementsprechend kannst. Der Dartpfeil hat also entschieden, es geht nach Namibia und wir sind tatsächlich in Namibia. Und nicht nur, dass der Dartpfeil entschieden hat, haben wir auch diese Reise dazu genutzt, um jemanden von euch mitzunehmen. Und wir haben einen mitgenommen und den haben wir ja gerade angerufen. Und jetzt ist nur die Frage, ob er wirklich auch angekommen ist, hier in Namibia. Aber wir haben gute Nachrichten. Er ist hier angekommen. Komm rüber, Daniel, hier in die Mitte. Here we go. Er ist hier live und in Farbe, er hat auch hier eine Glatze, wie ihr seht. Also von daher, wir haben nicht irgendeine Fake-Person, sondern es ist wirklich Daniel. Und an dieser Stelle bist du, ist das hier Namibia oder ist das eine Green Zone hier? Nee, das ist Namibia. Also, wir sind zu dritt in Namibia. Und wie zu ist der? Vier, da ist auch noch jemand hinter der Kamera. Elliot, sag mal hallo. Elliot, say hello, turn around the camera. Hello. Perfekt. Also wir sind also zu viert, werden also einen Roadtrip durch Namibia machen. Bist du gespannt? Sehr. Ja? Warst du schon mal in Namibia? Nein, noch nicht. Noch nicht. Kann also losgehen und wir freuen uns auf 8 Tage Roadtrip durch ganz Namibia. Los geht's.
Ladies and gentlemen, welcome to Winton. For your safety, please do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt signs have been switched off. Wir sind dann also in Namibia angekommen und das erste, was wir gemacht haben, wir haben Daniel eingesammelt, sind dann zu Savannah Car Rentals und haben dort unser Auto gemietet. Wir haben das schon im Voraus gemacht, haben es quasi gebucht, haben es dann nur abgeholt, haben uns eine komplette Einleitung in das Auto geben lassen, weil das war nämlich definitiv das erste Mal für uns, dass wir so ein Auto mit Dachzelt oder wie auch immer man es nennt, bedient und mit Kühlschrank und Herd und allem drum und dran, was das Auto nicht alles zu bieten hatte. Genau, wir sind dann auch entgegen des Rates der Car Rental Firma sind wir dann tatsächlich an dem Abend noch von Windhoek nach oder in Richtung Sousseflay, was weiter südlich liegt, gefahren. Es waren knapp 4,5 Stunden Fahrt, glaube ich. Warum hat die Car Rental Firma uns nicht empfohlen zu fahren bei Dunkelheit? Erstens haftet keine Versicherung bei Nacht, einfach weil ganz besonders nach Sonnenuntergang alle Tiere unterwegs sind und es dann doch schon mal auch sein kann, dass dir mal so ein Tier eben schnell vors Auto läuft. Oh, hallo Zebra. Oh Gott. Hallo. Okay, this is crazy. Und die Straßen sind halt auch einfach echt nicht so gut, sagen wir mal so. Also die Straßenverhältnisse in Namibia, die meisten Straßen sind einfach nicht geteert, sondern es sind Schotterwege und da musst du halt schon wissen, wie du da zu fahren hast. Und Taylor hat das super gemacht. Wir sind dann tatsächlich losgefahren. Und sind uns dann direkt auch schon so ein paar Zebras vors Auto gelaufen. Wir haben Rehe und Hasen und alles gesehen, was man so sehen kann. Es war also schon ein sehr, sehr spannender Start. Und dann haben wir die erste Nacht nicht in unserem Dachzelt verbracht vom Auto, sondern in so einem Camping-to-go-Zelt von so einer Lodge quasi, was super günstig war, aber qualitativ eigentlich echt super. Guten Morgen aus Namibia. Ups, wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, weil auf einmal das Netz weg war. Aber wir sind auf jeden Fall gut. Das Netz ist immer noch weg. Ja, aber ich nehme jetzt einfach trotzdem mal auf. Wir sind auf jeden Fall gut in unserer ersten Location angekommen. Hatten eine sehr gute Nacht. Ich habe mich extra eingekleidet für Namibia. Oha. Und wir bereiten gerade Frühstück vor. Vermisst. Wir waren nämlich gestern einkaufen. Hier sind die Jungs. Elliot, say good morning. Guten Morgen. Daniel, sag guten Morgen. Und so sieht das Ganze aus. Völlig crazy. Und sind dann weiter nach Sousseflay, wo wir dann die nächste Nacht verbracht haben und wo es dann auch spannend wird. Und so eine Sache ist super, super wichtig. Und zwar, warum sind wir nach Sousseflay gefahren? Warum? Weil wir halt eben in das sogenannte Dadvlay wollten und in diesen Nationalpark, wo eben diese super großen Dünen sind. Jetzt muss dir eine Sache gesagt sein bei deiner Namibia-Reise. Und zwar, wir wussten das auch nicht vorher, du kannst entweder im Camp, im Nationalpark schlafen oder du kannst am Nationalpark in einem Camp schlafen. Das heißt, es gibt einen ganz, ganz klaren Unterschied zwischen in einem Camping-Camp oder in einem Hotel vor den Toren des Nationalparks. Das heißt folgendes. Der Campingplatz, den du in diesem Sousseflay Nationalpark buchen willst, nennt sich Sesriem Campsite. Sesriem Campsite ist also das, wo du eigentlich schlafen möchtest, denn jetzt gibt es einen ganz, ganz großen Vorteil. Wenn du vor den Toren im Hotel schläfst, dann kannst du allerdings erst um 6.45 Uhr das Gate passieren, um in den Nationalpark zu fahren. Das heißt, du verpasst den Sonnenaufgang. Und wenn du im Camp, also auf der Campingseite im Nationalpark bist, dann kannst du bereits in den Nationalpark um 5.45 Uhr fahren, bist also eine Stunde vor Sonnenaufgang, kannst also den Sonnenaufgang im Dadvlay oder halt eben auf den Dünen dir anschauen. Ist einfach ein komplett anderes Erlebnis. Es gibt definitiv zwei Dinge, die man unbedingt gemacht bzw. gesehen haben sollte in diesem Nationalpark. Zum einen sind das die ganzen Sanddünen. Es gibt eine ganz, ganz
bekannte Düne, Dune 45 nennt die sich. So ihr Lieben, wir sind jetzt, wo sind wir jetzt, wie heißt das? Sussusulei? Sussusulei. Wir sind also, eigentlich wollten wir jetzt noch irgendwie zu dem Dead Valley fahren, aber der Nationalpark schließt um 7 Uhr. Oder zumindest das Gate schließt um 7 Uhr und wenn du nicht im Park selber campst, dann, wo leider nichts mehr frei war, sonst hätten wir das gemacht. Aber jetzt sind wir erstmal hier und jetzt kommt's. Normalerweise fährt man nämlich zu dieser Düne, Dune 45? Ja. Dune 45. So das heißt ist so eine ganz bekannte Düne und da wollten wir jetzt dann eigentlich als Alternative hinfahren und dann Dead Valley machen wir dann morgen früh. Aber dann waren wir da und dachten, nee, wir suchen uns einfach irgendeine Unbekannte aus, weil Also ich weiß nicht, was an der so anders sein soll. Das Ding ist, jeder fährt dahin und deswegen ist die ganze Düne voller Fußspuren und es sieht halt nicht mehr so schön aus. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, machen wir, was wir am besten können, abseits fahren, suchen uns irgendeine andere Düne und jetzt laufen wir zwar ein bisschen durch das Niemandsland, wie ihr seht übrigens. Hier ist einfach nichts, niemand und nichts. Und jetzt laufen wir hier hinten zu so einer Düne und da können wir auf jeden Fall cooleren Content kreieren. Here we go. Das ist die, die wir uns ausgesucht haben. Let's go. Ach ihr Lieben, wenn ihr sehen könntet, was wir gerade sehen. Unglaublich, wirklich. So, so schön. Und wir haben Zuwachs bekommen, Familie. Wir rennen jetzt mal mit euch von dieser riesen Düne runter. Und mal gucken, wer sie überschlägt. Wer sie überschlägt, verliert. Ich habe ein Kleid an. Naja, mal gucken, was passiert. Ready, set, go. Oh my God! Und zu gucken, es ist alles sicher, braucht man sich keine Sorgen machen. Aber Fakt ist, dort, wo alle Touristen hingehen, ist es meistens ja nicht so toll, wie man sich es eben vorstellt oder wie du auch vielleicht bei uns in den Stories gesehen hast oder bei den Videos oder bei den Fotos gesehen hast, sondern wir gehen halt immer irgendwo ein bisschen abseits von all dem, wo alle anderen hingehen. Genauso sind wir morgens dann zum Sonnenaufgang eben zum Dead Valley gefahren. Es ist früh morgens. Und wir warten, dass sich hier die Tore zum Nationalpark öffnen. Ich glaube, wir haben da gestern darüber gesprochen. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Also es ist ein bisschen doof gelaufen, aber naja, jetzt ist das so, jetzt warten wir hier. Ich glaube nicht. Naja, Fakt ist, wenn du im Nationalpark campst, in der Campsite, dann kannst du um 5.45 Uhr reinfahren. Wenn du davor campst, dann um 6.45 Uhr. So, weil auf dem Campingplatz drin kein Platz mehr für uns war, mussten wir halt draußen uns ein Schlafplätzchen suchen. Da haben wir uns dann in die Dünen gewickelt. Und deswegen warten wir jetzt hier schon. Aber die Tore öffnen sich gleich irgendwie in 7 Minuten oder so. Dann geht's los. Und wir sind dann ganz, ganz durchgefahren bis zum Dead Valley, was so ungefähr 45 Minuten, 60 Minuten dauert. Und dann hast du quasi eine Station, wo du nur noch weiterfahren kannst mit einem 4x4. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall einen Geländewagen, wo du also Allradantrieb anschalten kannst, weil dann musst du nämlich durch den Sand fahren. Jetzt hat hier die Straße geendet und das letzte Stück muss man, da sind auch schon wieder Tiere, muss man hier auf, über Sand fahren. Und oh je, und da stecken auch schon die ersten irgendwie fest.
Und deswegen mussten wir da auch eben gestern, oh Gott, die Luft rauslassen aus den Reifen. Wie sehe ich da aus? Es ist auf jeden Fall spannend. Aber Schatzi, du machst das super. Und dann kommst du zu einem Parkspot, wo du nochmal parken musst und dann noch einmal 1,5-2 Kilometer laufen musst, um zum Dead Valley zu kommen. Wir sind angekommen im Dead Valley. Hier ist nichts außer Daniel, Annika und wo ist denn unser Freund? Elliotte, da hinten. Ciao, ciao, Binks. Also erst irgendwie eine Stunde Fahrt durch den Nationalpark circa, dann so 5 Kilometer durch den Sand fahren, ist nicht ganz einfach und nicht ganz ohne, und dann so 1,5 Kilometer laufen und dann bist du hier. Ganz einfach eigentlich. Ne? Dich, ich, korrekt. What the fuck? What are you doing? I'm a tree. You what? I'm dead inside, that's why I belong here. Der nächste Stopp für uns war dann Swakopmund, also die Stadt an der Küste, die wir wirklich mit dem Dartpfeil getroffen haben. Das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Und von Sisoflay fährt man dorthin wieder circa 5 Stunden. Wie viele Kilometer waren das? 350? Da haben wir dann auch, nachdem wir dort angehalten haben, für den wohl schönsten Sonnenuntergang, den wir je gesehen haben. Wir wollten eigentlich Sandboarding gehen und mit Buggies rausfahren in der Wüste, aber da hat uns leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was aber gar nicht schlimm war, denn Swakopmund ist eine der wenigen Städte, wo es LTE gibt. Also haben wir einfach das Internet an dem Morgen ausgenutzt, bevor wir dann weiter nach Spitzkappe sind. Genau, und dann sind wir, wie gesagt, weitergefahren nach Spitzkappe. Das sind so circa 1,5 bis 2 Stunden Fahrt. Also es war so die kürzeste Strecke, die wir hinter uns gelegt haben. Komm sie, komm sa. Genau, und da haben wir dann das Spitzkappe Camp gebucht. Und da haben wir dann zum ersten Mal unsere Zelte aufgeschlagen. Es war so unglaublich cool. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir haben alles aufgebaut. Und da werden wir heute schlafen. Ich hoffe, man sieht es jetzt richtig in der Kamera. Auf jeden Fall. Das ist viel zu crazy. Willst du mal zeigen, wie das da oben aussieht? Ja, warte. Oh ja. Ja, also im Grunde, klein aber fein. Im Grunde, Wasserschein. Room Tour finished. Ja, 2 Schlafsäcke, 2 Kissen, Fliegennetz und Taylor. Ist der Hammer. Für die, die Fragen haben zum Thema Toiletten und Duschen, was Toiletten angeht, ja, da haben wir Männer, glaube ich, einfach einen großen Vorteil. Das ist einfach so, wie es ist. Allerdings, man muss dazu sagen, dass die Toiletten an der Campsite, also da, wo man campt, ist jetzt nicht so schön, sagen wir es mal so. Das, ne? Ich habe einfach die Natur benutzt. Annika war in der Natur drin, das ist jetzt auch mal damit bestätigt. Aber Duschen gibt es in dem Camp auch, und zwar am Restaurant bzw. an der Bar dort. Und da waren wir eigentlich super positiv überrascht, ne? Und zwar haben die eine Solaranlage dort, wo so, ich sag mal, so ein bisschen lauwarmes Wasser erzeugt wird. Das heißt, du hast eigentlich alles vor Ort, nicht alles auf einem hohen Niveau, aber halt eben so, dass man es ganz vernünftig nutzen kann. Also grundsätzlich sind wir ja nicht so die Camper, Taylor und ich, und auch nicht so die Backpacker, aber das ist einfach nur cool. Wir haben noch 10 Minuten, bis die Sonne weg ist. Das heißt, wir machen jetzt mal noch ein paar Fotos. Also mein Schatz, Vlogkamera aus. Ja, warte. Ich muss einmal ganz kurz den Sonnenuntergang zeigen. Das ist einfach viel zu krass. Oh mein Gott. Das weit und breit einfach nichts. Nichts, 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 nichts. Die Sonne ist untergegangen. Wow,
was für ein Sonnenuntergang. Und hier werden wir jetzt den Abend verbringen. Country Road, take me home to the place I belong. West Virginia. Okay, okay, es muss immer einen geben. Country Road, take me home. Wow, 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 wow. Klappe die erste. Herzlich willkommen zu Annikas Kochstunde. Mitten im Nirgendwo bei nach Sonnenuntergang im Spitzkörpercamp. Heute gibt es vegane Spaghetti Bolognese. Dazu brauchen wir Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Champignons, Tomaten, Linsen, Paprika, Olivenöl und Gewürze. Los geht's. Komm her. Oh Gott, jetzt wird's gruselig. Naja, also es ist auf jeden Fall ziemlich dunkel. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das jetzt machen werde, aber ich lege einfach mal los. So, kleines Update an dieser Stelle. Daniel, gefällt's dir? Sehr, sehr geiles Erlebnis. Ja? Ja. Sehr, 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 sehr gut. So, Bier haben wir natürlich auch geholt. Das Zelt steht. Und Annika und ich kochen hier gerade. Und zwar da. So toll. Hier gibt es schön Gemüse und dann gibt es hier heißes Wasser gleich für die Nudeln. Das muss noch kochen. Wir haben nämlich hier so zwei fette Gaskocher am Start. Guten Morgen. Es ist 16:45 und die erste Nacht in der Wüste ist vorbei. Und ich glaube, alle anderen drei haben nicht so gut geschlafen wie ich. Ich weiß nicht warum. Also war eigentlich, außer dass die Matratze wirklich unbequem ist, gar nicht so schlecht. Und dann wacht man auf und du bist mitten im Nichts, komplett pitch black. Aber du hast einen Sternenhimmel des absoluten Jahrtausends. So Wahnsinn. Und natürlich eine Erfahrung, die man mal machen muss. Ich find's voll geil, um ehrlich zu sein. Aber ich freue mich irgendwie auch auf eine warme Dusche. So ein bisschen. Naja, jetzt packen wir und dann geht's zum Sonnenaufgang, zu so einem ganz bestimmten Felsen. Den müssen wir irgendwo finden, hier in der Steppe. Mal gucken, ob wir den finden. Aber naja, wird abenteuerlich. Mal sehen. Guten Morgen. It's early. Wo sind wir? Am Felsen. Ja, wir sind ja bei so einer Rockformation angekommen. Das ist wie so ein Bogen. Schön. Und da werden wir jetzt mal shooten. Und da auf der Seite geht langsam die Sonne. Fertig mit Shooten und wärmen uns jetzt hier noch ein bisschen in der Sonne auf. Dann fahren wir gleich noch mal zurück, packen all unsere Sachen ein und dann fahren wir weiter nördlich. Ganze 6 Stunden dauert das Ganze und dann fahren wir in den Etosha Nationalpark. Und zwar in diesem Nationalpark ist es so, dass wir versuchen werden, mit unserem eigenen Auto die Big Five zu sehen. Das heißt, wir werden keine Safari extra buchen, sondern wir werden einmal losdüsen und versuchen, Löwe, Elefant, was haben wir noch? Büffel? Nashorn. Genau. Danke, Daniel. Danke, Daniel. Und was fehlt noch? Warte mal. Leopard. Danke. Oh Gott. Also, das wären die Big Five, die versuchen wir jetzt zu finden, aber das seht ihr im nächsten Teil. Okay, go. I don't even know the lyrics. I don't care. Just do it. Nobody cares. I'm burning the sun right now. Do it or I'm gonna kill you. Or this is never gonna work. 3,
two, one, go. If you're not doing this in the next 15 seconds, I quit. Three, you quit? Two. It's really hot. I'm just gonna not do it. Three, two, one. Wait. Three, two, one, go. Hudson Henya! Du hättest einfach weitermachen sollen. That was the worst thing I've ever heard.